Morgen, die Zelte stehen noch. Wir haben mal gefrühstückt. Außen sehen's. Die Sonne zeigt sich langsam. Und wir starten in den Donnerstag. 9.25 Uhr. Wir starten in den warmen Tag. Heute geht's nach Schlitz. Und das ist kein Witz. Eisenbahn. So, fix im Edeka noch Wegzerrung geholt. Jetzt starten wir. Ich die durch. Oh, es kommen ein paar Hügel. Ei, ei, ei. Wir wollen ja nicht durchgucken. Hey, schade. Jetzt müssen wir warten, bis jemand kommt. Bei Morschen sind wir an einer Fähre hier an der Fulda. Die geht hier rüber. Das ist so eine Kurbel dran hier. Einmalig in Deutschland, habe ich gelesen im Internet. Cool. So, dann testen wir das einmal. Oh, geht ja doch recht flott, wa? Ja, aber jetzt geht es ein bisschen bergab. Und wenn es dann wieder zurückgeht, dann wird es schwer, wa? Ja. Cool. So geht das. Wir müssen zwar ja nicht rüber, aber Carsten macht mal Probe immer. Na denn, gute Reise noch, wa? Also ich mache auch erst Rast. Ja, gut. Ich glaube, Sachsen hat ja noch eine Woche oder zwei Wochen später. Ja, ungefähr. Ja. Die Bahn da hinten. Nicht ungewöhnlich zur Zeit, ich glaube. Tja, früher war immer, wir hatten acht Wochen. Thank you.
morschen. Osterheidau. Zehn Kilometer noch bis Rothenburg. Der Mais, der Mais, ein jeder weiß, das ist die Wurst am Stängel. Geradeaus und dann links. An so einem Hochstand mit Ausblick auf einen Teich. Makro? Ja, Mikro. Mikro, Makro. Oh, die ersten 20 sind so weg, denke ich. Wir kommen voran und es wird schon wieder ganz schön warm. Carsten hat gerade entdeckt, die Fähre, wo wir vorhin waren, mit der Gondel da, die wird nur noch diese Jahr betrieben und dann durch eine Brücke ersetzt. Haben wir Glück, dass wir die noch gesehen haben, wa? Kann man so sagen. Eine Schnattergans. Hinter der kleinen Insel da. Jetzt kommt sie. Ja. Reiher. Da fliegt alles. Ein Reiher. Herrlich. Guten Morgen, Baumbach. Kartoffelfest ist hier. Vorne müsste schon Rothenburg sein. Rothenburg. Städtchen wieder. Und hier. Sehr nice. Viel baut zwar, aber schöne Häuser.
In der Fulda. Gucken wir das Spielzeugmuseum, hätten wir noch mal hier gefunden. Nö. Nö. Keine Museen. Schloss. Hier, das Schloss. Da ist die Landesfinanzschule Hessen drin. 12 Uhr in Rothenburg an der Fulda. Oh, schon wieder 30 Grad jetzt. Mittags um 12. Wir verlassen Rothenburg. Nächste dann Bebra, wa? Oh, das nächste Örtchen, größere. Nochmal ein Blick Richtung Rothenburg. Schön durch den Wald, bisschen kühler, angenehm. Hier machen wir kurz Mittagspause. Planet brutzelt. Knappe 40 haben wir weg. Na, 34 war. Also 50 noch vor uns. Oh, ganz gemütlich. Nochmal den Schwan. Oh, da ist ein Fischisprung. Mittagspäuschen beendet bei Riesenbulette. Jetzt geht's weiter Bad Hersfeld. Breitenbach. Weckler. Thank you.
immer wieder über die Fulda. Friedlos da drüben. Was denn für ein schönes Gebäude? Oh, hier ist ein alter Bahndamm hier. Jetzt ist ja mal ein bisschen Schatten, ein paar Wolken da. Da drüben ist Bad Hersfeld. Geht's über die Haune, Zufluss zur Fulda. Coole Brücke. Gemacht. Geile Brücke. Oh. Kriegt man die drauf fotografiert, denn nicht? Nee. Na ihr? Passbar. Kommen wir gleich nach Niederaula. Schlitz noch 13, also bis zum Camper wahrscheinlich so 15, 16, keine Ahnung. Hier sieht man nochmal den Fulda-Radweg. Ihr macht euch keinen Plan, die Hitze heute, die macht einen fertig. Die Birne glüht. Boah. Ich soll öfter mal Pause machen. So, jetzt hier wieder auf so einem alten Bahndamm scheinbar. Bisschen schattig. Ein Bächlein.
Oberweg fort. Unter Schwarz. Hier soll jetzt einen Brunnen nehmen. Dann können wir uns frisch machen und Wasser. Ah, ich sehe ihn. So, hier in Unterschwarz haben wir diesen kleinen Brunnen. Ist leider kein Trinkwasser, aber ich konnte mich wenigstens etwas frisch machen. Winter, so 10 Kilometer und den Hammers. Das war doch mal erfrischend jetzt, an dem Brunnen. Die letzten Kilometer heute, dann sind wir in Schlitz. Die letzten 2-3 Kilometer. Vorne sind noch mal Schafe. Butzdorf. Zur Stadt Schlitze gehörend. Ach du Scheiße. Ah nee, wir müssen rechts lang. Glück gehabt. Eine Birkenallee. Fluss Schlitz und hier der Ort Schlitz, Schlitz, wie auch immer. Das ist Schlitz. So, Tal ist hier recht. Campingplatz in Schlitz. Ziemlich früh geparkt hier, weil hier ist auch gleich das Schwimmbad.
Carsten ist da oben an der Rezeption. Waren wieder 85 Kilometer. Hey, ein schöner Hitze. Aber gut, jetzt sind wir da. Unser Lager steht hier im Schwimmbad. Vorne ist der Eingang. Ja, ist jetzt nicht super dolle der Platz hier, aber praktisch. Der Stromkasten dran. So, der Parkplatz vom Schwimmbad ist jetzt leer. Guck hier vorne noch mal ans Wehr, an die Schlitz. Bisschen Hochgras hier, aber geht. Ja, so sieht das hier aus. Hinten das Schwimmbad. Campingplatz, nicht so viel los, kann man aushalten hier. Oh, Sonne ist schon weg, das war denn der Donnerstag, morgen kommt die Königsetappe zur Fulda-Quelle an der Wasserkuppe vorbei, höchster Punkt der Rhön.